Der Winter ist da. Die klare, kalte Luft lädt zum Durchatmen ein. Die Tage werden immer kürzer. Wir kehren zurück in unsere Häuser und wärmen uns mit einer großen Tasse heißen Tee auf. Alles in der Natur ist auf Pause, auf Neubeginn gestimmt. Das ist auch die Zeit, in der man viel über das vergangene Jahr reflektiert, eine Bilanz zieht und gleichzeitig hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Dezember ist mein Lieblingswintermonat. Die zauberhafte Stimmung, die die Adventszeit mit sich bringt, die Vorbereitung und die Vorfreude auf die Feiertage wecken in mir das innere Kind. But who knows, who can tell? I just might call some friend. But you know, if I pick up that phone. In dieser Zeit mag ich besonders, das Haus auf die Feiertage vorzubereiten, zu dekorieren, zu basteln, zu kochen und natürlich zu backen. Nichts kann sich mit einem unwiderstehlichen Duft der Plätzchen und Lebkuchen vergleichen. Die Kinder freuen sich auch und unterstützen tatkräftig in der Weihnachtsbäckerei. Everything crumbled and withered away. I failed. What more can I say? Oh, well, it's Christmas again. I guess I will spend it alone. Seitdem ich in Deutschland lebe, ist die Weihnachtszeit eine sehr magische Zeit für mich geworden. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit und Ruhe, des Wartens auf Weihnachten. Der Weihnachtsmarkt gehört in der Adventszeit einfach dazu. Für uns ist der Weihnachtsmarktbesuch zu einem Ritual, einem Brauch geworden, den man mittlerweile nicht mehr wegdenken kann. Da in diesem Jahr der Besuch des Weihnachtsmarkts in Deutschland nicht mehr möglich war, haben wir einen Ausflug ins Nachbarland gemacht und die Weihnachtsmärkte in Frankreich besucht. Der Weihnachtsmarkt in Colmar ist besonders festlich. Dort bekommt man auf jeden Fall eine Weihnachtsstimmung. Wahrhaft zauberhaft sind die Fachwerkhäuser geschmückt und beleuchtet. Das Schmücken der Häuser und Schaufenster nehmen die Stadtbewohner sehr ernst. Viele beteiligen sich gefühlt an einem Dekorationswettbewerb. Es gibt sogar einen Kinderweihnachtsmarkt mit Tieren zum Streicheln, eine Krippe und vielen Fahrgeschäften.
Seitdem die Kinder im Haus sind, ist die Adventszeit richtig zauberhaft geworden. Niemand freut sich so sehr auf den Weihnachtsbaum wie die Kinder. Das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums ist bei uns so eine Tradition geworden. Mit dem frischen Tannenbaum bringen wir auch Weihnachten nach Hause. Ich werde nie wieder den Duft der frischen Tannen vergessen. Das ist der Duft meiner Kindheit, der Duft von Weihnachten. Deswegen gibt es bei uns jedes Jahr einen frischen Weihnachtsbaum. Und wenn man den Weihnachtsbaum regelmäßig wässert, so bleibt er auch lange frisch. Vor allem ist es fragwürdig, ob die künstlichen Weihnachtsbäume eine bessere Ökobilanz haben. Je nach Herstellung und Produktionsland müsste man den künstlichen Weihnachtsbaum mindestens 20 Jahre behalten, damit er sich ökologisch lohnt. Der Adventskalender hilft auch den Kindern, die Wartezeit bis zum Weihnachten zu verkürzen. Mit jedem Türchen oder Säckchen, das die Kinder Tag für Tag öffnen, steigt die Vorfreude auf Weihnachten, auf den besonderen Tag des Jahres. Diese Tradition aus Deutschland gefällt mir sehr und wir haben dieses Jahr einen einfachen Adventskalender für die Kinder gebastelt. Die meisten Säckchen beinhalten kleine Weihnachtsbeschäftigungen für den Tag oder eine Kleinigkeit, manchmal eine süße Überraschung. An diesem Tag hatten wir zur Aufgabe, ein Lebkuchenhaus zu backen. Die Vorbereitung wurde bereits am Vortag gestartet, indem wir den Teig gemacht haben. Lebkuchenschablonen ausschneiden und es kann schon losgehen. Besonders lieben die Kinder, den Teig auszurollen und die Formen auszustechen. Sie haben verschiedene Formen ausgestochen und nicht nur für Lebkuchenhaus. Oh, wie schön. Weil sie einfach Freude daran hatten. Das Helfen in der Küche ist eine wunderbare Beschäftigung für die Kinder. Insbesondere in der Adventszeit gibt es viele Möglichkeiten, die Kinder zu involvieren. Sollen wir auch, oder? Das ist unser erstes Lebkuchenhaus. Der Lebkuchenduft zieht durch das ganze Haus und das gehört auch zu dem Weihnachtsduft, der nicht fehlen darf.
Wir wünschen euch vom Herzen besinnliche, frohe und glückliche Weihnachtstage im Kreise eurer Familie. Es ist die Zeit, Kraft und Energie zu tanken für das Jahr, welches vor uns steht. Es ist die Zeit, Stille zu genießen und einfach loszulassen. Es ist eine Weihnachtszeit, die Zeit der Liebe.